Hallo. Also, wieso du dein Augenmerk unbedingt, unbedingt auf deine Partnerschaft legen sollst. So. Ja, du Liebe. Es ist mir wirklich ein Anliegen, dass ich euch Frauen, dass ich dir Frau 40 plus, natürlich auch wenn du jünger bist, hier jetzt ein bisschen Klarheit und Wahrheit geben kann. Es ist so wichtig, dass wir sehen, was Partnerschaft für uns bedeutet, dass wir hier mal hinschauen, dass hier wirklich mal dieses Gold aus dem ganzen Partnerschaftsfrust, den wir hinter uns haben, hallo Müribet, das Gold aus dem ganzen Partnerschaftsfrust, das wir hinter uns haben, endlich mal schürfen und für uns verwenden, dass wir wirklich Stroh zu Gold spinnen können. Diese ganze Strohkacke, diese ganze Scheiße, die wir in unserem Leben schon in unseren Partnerschaften erlebt haben, sind dazu da, von uns geschürft zu werden, weil es uns genau zeigt, wo unsere Limitierungen sind, wo unsere Einschränkungen sind, wo die Dinge sind, die wir uns nicht erlauben, großartig zu sein. Wo wir uns nicht erlauben, wirklich all unsere Wünsche, all unser Sein ins Rampenlicht zu stellen und dann belohnt zu werden für unser Sein. Dieser ganze Bullshit muss jetzt weg. Diese ganzen schlechten Partnerschaften, wo wir schlecht behandelt werden, das Ganze, wo wir nicht beachtet werden, das Ganze, wo wir bestraft werden, das Ganze, wo wir ignoriert werden, wo wir wirklich nicht sein dürfen, wie wir wollen, weil es nicht gut genug ist und weil wir Angst haben, dass wir sonst abgelehnt werden, dass wir sonst beurteilt werden, dass wir sonst verurteilt werden. All das Zeug muss jetzt weg. Wir müssen da aufräumen. Wir müssen in diesen Partnerschaften aufräumen. So viele Frauen, und ich spreche jetzt einfach für die Frau ab 40, ist hier angekommen mit einer Überzeugung, dass irgendetwas an ihr nicht gut genug ist, weil betrogen worden, belogen worden, nicht unterstützt worden, es war nie Geld da. Sie hat immer alles alleine machen müssen. Du warst immer für alles verantwortlich. Du warst immer für alles zuständig. Dann hat der Partner dich verlassen. Alleinerziehende Mama, hallo. Ja, haben wir alles hier. Frauen, die nicht alleinerziehend sind, aber doch alleinerziehend, in der Ehe alleinerziehend. Ja, all das ist Kacke. Und es muss nicht so sein. Es muss einfach nicht so sein. Sondern wie darf es sein? Wie kann es sein? Das darfst du dir klar machen. All das, was du dir wünschst, all das, was du dir wünschst, kannst du dir selber kreieren, weil du hast bis jetzt unbewusst. Du bist unschuldig. Du bist unschuldig. Das, was in der Vergangenheit von dir kreiert worden ist, hast du nicht mit Schuld oder mit Fehlerhaftigkeit zu bewerten, sondern du hast es einfach zu bewerten und zu sagen, okay, da stehe ich jetzt und wo will ich hin? Wie will ich es wirklich haben? Wie will ich meine Beziehung haben? Wie will ich mit einem Menschen zusammenleben? Und ich weiß, viele von euch sagen, ja, ich bin ja so gerne Single, es geht mir so gut, ich bin so frei, ich kann tun, was ich will. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, wir Menschen, wir haben gerne jemanden an unserer Seite. Und das können wir uns kreieren. Jeder kann sich seinen Partner, seine Partnerschaft kreieren, genau so, wie er sie haben will. Und darum geht's, dass du erkennst, ja, ich bin die Ursache. Ich mache meinen Partner. Wenn du einen hast, wenn du eine Person hast,
die aber nicht so zu dir ist, die dich aber nicht so behandelt, die sich aber nicht so verhält, wie du es gerne hättest, du kannst das verändern. Du kannst diese Person verändern, weil alles entsteht in deiner Vorstellungskraft. Stell dir vor, ich bin deine Person. Stell dir vor, ich bin deine Person, an die du denkst. Ich bin vielleicht dein Ehemann, ich bin vielleicht dein aktiver Partner, wir leben zusammen. Vielleicht bin ich auch jemanden, den du vermisst, vielleicht bin ich auch jemand, mit dem du gerne zusammen wärst. Vielleicht bin ich jemand, der dich verlassen hat, vielleicht bin ich jemand, den du noch gar nicht kennst und den du dir wünschst. Es ist alles genau dasselbe, weil du hast eine Vorstellung. Nimm meinen Kopf weg, nimm meinen Kopf weg, ja, und ich bin und setze meinem Kopf jetzt die Vorstellung, ich hoffe, du hörst mich noch, aber ich glaube schon, setze meinem Kopf jetzt den Kopf, diese Person auf, mit der du gerne zusammen wärst oder mit der du zusammen bist, mit der du gerne in einer anderen Version zusammen wärst. Wenn, vielleicht bin ich auch jemand, mit dem du zusammen warst, vielleicht bin ich auch ein Ex, was auch immer. Setze mir jetzt diesen Kopf auf, diese Person, nach der du dich sehnst, sei es eine wirkliche Person, die es schon gibt, oder sei es eine Person, von der du noch nicht mal weißt, was sie für einen Kopf hat, dann ist es auch egal, das musst du nicht wissen. Aber jetzt weißt du eins, du, ja, ich nehme es mal wieder weg, dass du mich siehst, du sagst, wie ich bin. Sagen wir mal, ich bin ein Ex. Du willst mich nicht mehr. Ja? Weil der Ex sagt, ich will dich nicht mehr, ich liebe dich nicht mehr, ich will mit jemand anders zusammen sein womöglich. Oder der Ex sagt zu dir, all das, was dein Ex zu dir sagt, ja, das klebst du an allen Überzeugungen, klebst du auf deinen Ex, ja? Du klebst es da drauf. Du sagst, wie der Ex ist, ja? Du sagst, du willst mich nicht mehr, du ignorierst mich, du redest nicht mehr mit mir, du willst mich nicht sehen, du willst nicht mit mir reden, bla bla bla, ja? All das, du machst diesen Ex, so wie Post-its, hier, jetzt, klebst du drauf. Und so funktioniert Kreation, immer. Es ist egal, du machst es einfach. Es ist Schöpfung, so ist Schöpfung, du machst es sowieso. Jetzt geht es aber darum, dass du diese Annahmen, diese Überzeugung, du rufst mich immer an, auf mich klebst. Wenn du möchtest, dass dein Ex dich immer anruft, dann klebst du die Überzeugung, mein XY ruft mich immer an. XY will immer wissen, wie es mir geht. Ich bin die, an der XY immer denkt. Es ist egal, und ich sage es dir, es ist egal, wer es ist. Es ist egal, in welcher Beziehungskonstellation diese Person zu dir steht. Es ist völlig egal, du kreierst und du kreierst oder rekreierst alles, was du möchtest. Du kannst das machen. Es braucht einfach ein Wissen, wie es geht, ein tief verankertes Wissen in dich als Schöpferkraft, in dein Selbstbild als Schöpfer, und es braucht eine absolute Beständigkeit in deiner Kreation. Genauso wie beständig du bist, wenn du jetzt noch Hass oder Groll auf irgendjemand in deiner Vergangenheit hast. Und ich spreche hier auch zu dir, Frau, wo du zu dem Vater deiner Kinder vielleicht ein schlechtes Verhältnis hast. Das musst du nicht haben. Das kannst du alles verändern. Es liegt in deiner Macht und in deiner Kraft. Und wenn du das so haben möchtest, wenn du aufhören möchtest zu sagen, der Vater meiner Kinder ist ein Arschloch, der hat mich belogen und hat mich betrogen. Wenn du aufhören möchtest zu sagen, mein Ex ist jemand, der hat mich verarscht. Wenn du aufhören möchtest, all diese Dinge Post-it-mäßig auf Menschen zu kleben, dann komme bitte in diesen Kurs. Ich kreiere meinen Partner Traumpartner. Wir starten am
26. Mai 2021. Die ersten Anmeldungen sind schon da, weil die Ladies verstehen, dass sie jetzt, wenn sie ihre Partnerschaft verändern, wenn sie die Personen, die ihnen wichtig sind in ihrem Leben, jetzt so verändern, was das für sie als Mensch bedeutet, was es für sie als Person in Zukunft bedeutet. Ja? Willst du jemand sein, der tolle Partnerschaften, der eine tolle Liebesbeziehung hat? Willst du jemand sein, der vielleicht einen wunderbaren Ex hat? Willst du womöglich deinen Ex wieder zurück? Möchtest du einen wunderbaren Ehemann haben? Dann kreierst dir jetzt. Hör auf zu leiden, hör auf zu jammern, hör auf zu sagen, ja, wieso, weshalb, warum. Hör auf zu sagen, ich leide so darunter, der ist Narzisst, sonst wie gestört, der will so und so haben. Nein, 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 so ist es nicht. Es ist so, wie du sagst. Und es ist so, wie du das postet, auf diese Personen immer wieder draufklebst. Und wenn du nur irgendwie spürst, dass ich recht habe, weil ich habe recht, ich habe hundertprozentig recht, dann meldest du dich jetzt an. Dann veränderst du jetzt, indem du deine Partnerschaft, indem du deine Ex-Partner veränderst, indem du deine Traumbeziehung dir kreierst, indem du dir deinen Ex zurückholst, was auch immer du möchtest. Ja, danke, das Thema ist groß. Es muss jetzt geregelt werden. Es muss in der Tiefe geregelt werden, weil wenn sich dieses Thema geregelt hat, regelt sich so viel anderes auch automatisch. Weil es geht hier um Partnerschaft, es geht hier um Beziehung, aber es geht auch gleichzeitig um Geld. Es geht gleichzeitig um dein Business. Es geht gleichzeitig um dein Mutter-Tochter-Sein. Es geht um alles. Und es ist wirklich so wichtig, dass wenn du das jetzt bereit bist anzupacken, dass du dich anmeldest, dass du dabei bist, dass du am 26.05. hier in 20 Uhr im Zoom auf der Matte stehst und einfach sagst, ja, 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 ich bin hier, ich weiß, ich bin Schöpfer, ich kann es machen, ich weiß es, ich bringe mich in diese Schöpferposition und ich verändere jetzt meine Partnerschaft, meine Liebesbeziehung. Ja, genau. Mirivette ist eine meiner Mentorinnen, ist die Königin. Wir haben von ihr gehört, gesehen, dass es geht. Und glaubt es mir, meldet euch zu diesem Programm an. Es ist einzigartig. Innerhalb von 4 Wochen kriegst du einen Crashkurs, einen Crashkurs. Wenn du mehr willst, kommst du in die Frau, die alles hat. Da werden alle Bereiche deines Lebens angeschaut und bearbeitet. Und dann kommst du dort raus und bist die Frau, die alles hat, kannst du auch gerne machen. Aber wenn du nicht so viel Zeit und so viel Geld auch investieren willst zum Anfang und sagst, ja, Partnerschaft, oh mein Gott, Partnerschaft, es quält mich so. Ich werde immer wieder fallen gelassen, ich werde geghostet, ich werde ignoriert, ich werde nicht unterstützt, mein Partner bla bla bla, bringt den Müll nicht raus, mein Partner da 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 oder mein Ex da 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 und wieso ist denn Schluss und ich will ihn zurückhaben. Ja, 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 kannst du alles haben, du kannst alles haben, du kannst jeden haben, du kannst jeden an deiner Seite haben, so wie du es haben willst. Mach's einfach. Ich zeig dir wie. Wir haben wunderbare Beispiele und es klappt immer, wenn du tust, was ich dir sage. Wenn du es einfach machst, wenn du es so machst. Ja, ich weiß, es klingt ein bisschen bossy, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man klar und deutlich sagen muss, dass es wirklich, wirklich so ist. Sonst kommst du wieder irgendwie ins Denken und sagst, ja, was sagt denn die? Das stimmt doch gar nicht. Und lalala, und da außen, der denkt doch, und mein Partner ist ein anderer. Und ja, die Männer sind alles Schweine. Du, da, du, da, du, da, da. Ja, kenne ich. War ich, kennen wir alle. Aber wir ändern das jetzt. Und ich möchte, dass wenn du dich angesprochen bist, dass du dich jetzt anmeldest. Und dass du am 26.05. dabei bist. Und ich streame das jetzt gerade hier live auf Facebook.
Genau, und wenn du das nachher auf YouTube hörst, weil ich das hier auch auf YouTube stelle, weil ich euch alle abholen will, ich will euch alle mitnehmen, und alle, die wirklich noch drunter leiden unter diesem Scheiß-Beziehungsthema und womöglich sogar krank geworden sind, so möglich sogar krank sind und sich sowas von körperlich schon zeigt, diese ganze Bullshit. Du steigst jetzt ein und regelst mit uns deine Beziehungen, egal zu wem. Die, wo dir am Herzen liegt, die dir wichtig ist, wir räumen auf. Alles klar? Ich freue mich riesig auf dich. Ich freue mich auf dich. 4 Wochen geht dieser Kurs. 26.05. starten wir. Und es ist alles möglich. Alles, alles, alles. Und hier geht es nicht um Ethik. Ja, andere darf ich nicht manipulieren, da, da, da. Nein, du manipulierst auch nicht andere. Du veränderst dich. Du veränderst deine Ansichten. Du schreibst neue Post-its. Du klebst neue Post-its auf deine Leute. Und schon sind deine Leute anders. Und dieses Post-it, das muss kleben bleiben, ja? Das muss auch kleben bleiben. Du darfst nicht wieder, ah ja, gestern hat er ja gesagt, er liebt mich nicht mehr. Oh, dann ziehe ich das Post-it weg, er liebt mich. Nein, das Post-it klebt drauf, das bleibt da und es wird immer wieder festgeklebt. Und wenn es runterfällt, dann kleben wir es wieder fest und dann kleben wir noch ein Post-it dazu, dass das Ganze noch verstärkt. Und so ist die Arbeit, die wir machen werden in diesen 4 Wochen. Und es wird dir in Fleisch und Blut umgehen. Und wenn du übrigens Beziehungen kreieren kannst, hallo, hallo, dann mache ich einen kleinen Switch zu Divine Business. Wie ist es denn, wenn du deine Kunden genauso kreierst? Wie ist es denn, wenn du überhaupt keinen Avatar brauchst, der scheinbar da außen ist? Wie ist es denn, wenn du einfach entscheidest? Ja, das ist mal so ein kleiner Ausblick. Hier geht es um diese Grundlagen. Und diese Grundlagen vermittle ich dir in 4 Wochen intensiv. Wir starten, wir starten, wir starten. Wir warten nicht, wir warten nicht. Jetzt ist es vorbei. Leiden, jammern. Fertig. Ich weiß, es geht. Du weißt, es geht. Ich zeig dir, wie es geht. Du machst, was ich dir sage. Und alles wird anders. Freue mich auf dich. Wirklich, wirklich, wirklich. Ich freue mich auf dich. Und los geht's. Bis dann. Ah ja, wenn du auf YouTube bist, bitte mach ein Like, bitte mach ein Like, bitte mach einen Kommentar. Es gibt so viele Frauen, die so ein Video sehen müssen. Es ist einfach wichtig, 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 dass wir das wissen, weil es gibt so viel Bullshit-Stories, die sagen, nein, das ist halt so und lass den so sein und der ist halt so und nimm halt jemand anders. Nee, 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 nee. Jemand anders ist einfach jemand anders, dem du die gleichen fucking Post-its draufklebst. Ja? Also muss niemand anders nehmen. Es geht nur darum, welche Post-its du draufklebst und welche da kleben bleiben. Okay? Also sorg dafür, dass es alle wissen, dass alle dabei sind, dass sich alle anmelden und dass alle jetzt ermächtigt werden und dass gerade die Frau ab 40 liegt mir am Herzen, wenn du jünger bist als 40 und sagst, yes, 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 das ist meins, komm natürlich auch, aber ich spreche mit der Frau ab 40, weil die hat jetzt keine Zeit mehr zu verlieren. Jetzt geht's drum. Wie will ich weiterleben? Will ich diesen Scheiß weitertragen, diese Drecks-Post-its weiter auf andere Männer kleben, auf andere Partner kleben, weil es geht ja auch um Gleichgeschlechtliche. Das ist kein Unterschied, ja, auch wenn du Frauen liebst, komm auch, kein Problem. Du klebst immer noch Post-its. Ja, und jetzt kleben wir mal die richtigen Post-its und so, zwar, dass sie so kleben bleiben, dass wir im Außen sehen, dass es nur darauf ankommt, was ich bin, wer ich bin, was ich mache und welche Post-its ich verteile. Yes! So, ich glaube, es war jetzt für heute alles. Ich werde diese ganze Zeit euch immer wieder dran erinnern. Und wenn du dich nicht angemeldet hast, dann musst du es jetzt tun. Bis dann. Ciao, ciao.